nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Hallihallo Leute, und heute haben wir was sehr, sehr krasses vor, denn wir werden heute mit YouTube aufhören, um YouTuber zu werden, Leute. Wir werden so komplett unseren YouTuber-Alltag auf YouTube wegschmeißen und wir werden neu anfangen. Das ist natürlich nur ein kleiner Spaß, Leute, denn wir werden heute das Spiel YouTubers live spielen, wie ihr es hier oben schon sehen könnt. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt schon rein. Schreibt in die Kommentare, ob ihr solche Spiele feiert und ob ich einen zweiten Teil davon machen soll. Aber wir gehen jetzt hier erst einmal auf neues Spiel und gucken, was uns so erwartet. Oh, oha, was ist denn hier los? Da ist ein Gamer, aha. Und der spielt irgendwas. Sieht nach einem Alien-Spiel aus oder sowas. Okay. Irgendwas im Weltall und ich habe gewonnen. Bin ich das? Der Spieler hat gewonnen, ja. Oh, was ist das denn? Xavier, gratuliere. Du bist der Erste, der YouTubers Live abgeschlossen hat. Ein soziales Experiment, um die vielversprechendsten zukünftigsten YouTuber zu finden. Dein Potenzial hat unsere Aufmerksamkeit erregt und deshalb schenken wir dir ein goldenes Ticket, nach YouTube City zu kommen. Das ist krass, Leute. Ich weiß zwar nicht, was YouTube City ist, aber wir kriegen ein goldenes Ticket. Der Stadt, in der die besten YouTuber leben. Hä? Was? Leben da dann auch iCrimex und sowas und Candy? Der perfekte Ort für dich, um deine Karriere aufzubauen und einer der Besten zu werden. Ich möchte der beste YouTuber der ganzen Welt werden, Leute. Ich will 1 Million Abonnenten knacken. Deswegen, wenn du die Einladung annimmst, werde ich dich dort erwarten, um dich in dieses neue Abenteuer zu führen. Nimmst du die Herausforderung an? Natürlich ist es mein größter Traum, YouTuber zu werden. So, wo willst du leben, werden wir jetzt direkt gefragt. Hier steht empfohlen drüber, das ist die Innenstadt, was gibt's noch? Hafen und Wohngegend. Es steht hier empfohlen drüber. Ich würde sagen, wir gehen direkt in das Empfohlene rein und wir wählen die Innenstadt. Xavier ist wieder da. Gute Wahl, wir werden mit den Vorbereitungen deiner Wohnung beginnen. Kleide dich wie ein echter YouTuber und wir sehen uns dort. Okay Leute, ich glaube, wir können jetzt unseren Charakter erstellen. Ach ja, hier sehe ich es auch schon. Ich bewege mich mal etwas zur Seite nach hier oben. Und dann können wir jetzt hier auch unseren Charakter erstellen. Wir werden natürlich ein Mädchen. Unsere Augen, die sehen am süßesten aus. Ich habe grüne Augen, Leute, wie ihr an meiner Facecam sehen könnt. Dann Gesichtsmerkmale. Machen wir diese süßen Backen, Wänkchen hier. Oder machen wir diesen Mund einfach, der sieht süß aus. Wir haben kein Bart, Leute. Eine Frisur. Was gibt es hier so cooles, Leute? Wir machen das auf ganz schnell. Diese 2 Zöpfchen sehen süß aus. Gibt es hier pinke Haare? Ah, ja, hier. Okay, dann so Brille oder Maske brauchen wir nicht. Kopfhörer brauchen wir natürlich. Hier gibt's pinke Kopfhörer, das passt doch perfekt. Dann ein Outfit. Boah, hier ist so ein Katzenpulli, ein süßer. Was haben wir noch? Wir können aber bei vielem auch die Farbe ändern. Hier ist so eine Collegejacke, nee. Ich würde sagen, Leute, wir bleiben bei dem pinken Pullover. Das ist das, was uns als erstes zugesagt hat. Hosen gibt's hier. Hier gibt's einen coolen Jeansrock. Ja, der ist schon ganz cool. Boah, der ist auch süß, der Rock, aber der hat ein falsches Pink. Was gibt's hier noch? Oh, es gibt noch einen Rock. Der sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Und dann zu guter Letzt noch die Schuhe. Da würde ich sagen, nehmen wir aber so freshe Treter hier. Boah, die sehen richtig krass aus. Wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Aber ich glaube, wir bleiben bei diesen Schuhen. Und dann würde ich sagen, Leute, das sind wir. Und dann kann's auch schon losgehen. Ja, das ist mein neuer YouTuber-Look und der gefällt mir auch so. Also, ich bin mal wieder an alter Stelle. Und wir sind an einem Bahnhof. Hier kommt ein Zug an. Oh, oh, das bin ich. Hallo, Leute. Ich bin Flauschi und ich bin jetzt am Start. Ich bin bereit, das ganze YouTube City zu übernehmen. Die ganze YouTube City. Und wo wir schon vom Teufel schon sprechen, das scheint diese YouTube City zu sein. Wir walken hier, steppen hier ganz entspannt entlang. Und da ist Xavier. Und da bin ich und ich glaube, das ist mein neues Zuhause, Leute. Das wäre auf jeden Fall krass. Willkommen in YouTube City. Dies ist dein neues Zuhause. Ja, sag ich doch, Leute. Da drinnen ist es nicht besonders geräumig. Okay, jetzt nicht das Beste, aber was erwarte ich auch zum Anfang. Aber mach dir keine Sorgen. Später kannst du es nach Belieben dekorieren und verbessern. Das hört sich doch schon mal ganz cool an. Und jetzt geh rein. Ich habe dir ein Geschenk da gelassen. Oh, Leute, ich muss los. Wir reden später. Ich liebe Geschenke, deswegen gehe ich direkt einmal rein. Und da sind wir auch schon.
In unserem neuen Zuhause, Leute, ich sag euch ehrlich, das sieht ganz cool aus. Ich kann hier ein bisschen rumlaufen, deswegen gucken wir uns mal kurz ein bisschen um. Hier ist anscheinend so ein kleines Gaming-Setup, okay? Ein Kleiderschrank, irgend so eine Kiste, zwei Medaillen, da habe ich wahrscheinlich gegen Candy gewonnen oder sowas. Und dann haben wir hier auch noch unser kleines Bettchen mit einem kleinen Nachttisch. Und hier ist unser Paket, die Überraschung. Und ich würde sagen, wir machen die direkt einmal auf und, warte mal, was ist das? Das sieht aus wie ein kleines Tierchen, aber es kann fliegen. Drohne steht hier. System wird hochgefahren. Piep, piep. Oh, okay, Leute, ich bin ein bisschen verwirrt. Hallo, ich bin eine Kameradrohne. Aha, eine Kameradrohne also. Das heißt, sie kann Videos aufnehmen. Dein persönlicher Aufnahmeassistent. Das ist auf jeden Fall sehr krass, Leute. Das heißt, mit dieser Drohne kann ich Videos aufnehmen für YouTube. Bitte gib mir einen Namen. Wir müssen der Drohne jetzt einen Namen geben, Leute. Schreibt auf jeden Fall Namensvorschläge in die Kommentare. Ich guck mir die an, vielleicht kann ich die Drohne nochmal umbenennen. Aber ich würde sagen, wir nennen die Drohne jetzt vorerst einmal Candy, weil die erinnert mich so ein bisschen an Candy. Mit diesem Türkis und Blau. Du heißt Candy. Persönlichkeit wird geladen. Piep, piep. Okay, Leute, die braucht ganz schön lange. Candy, fragt sie. Ich liebe es, piep, piep. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich werde hier sein, um dich aufzunehmen und zu helfen, wann immer du mich brauchst. Das ist sehr cool. Sehr krass. Erster Schritt. Wähle deinen YouTuber-Namen und erstelle einen Kanal auf YouTube. YouTube ist die Plattform, auf der die besten Content-Ersteller ihre Videos veröffentlichen. Und da gehöre ich bald auch dazu, Leute. Sage ich euch ehrlich. Okay, dann registrieren wir uns mal. Mein Name ist natürlich Flausch, aber groß geschrieben. Und mein Kanalname heißt natürlich Flausch. Ja! Was war das denn? Was geht? Candy ist einfach da. Bist du gerade auf? Ja. Hey Leute. Ich werde YouTuber. Like und ein Abo. Wie, du bist doch YouTuber schon. Aber ich werde neuer YouTuber. Dein Name. Ja. Flauschi. Was machst du? Flauschi YT. Ne, du heißt ja ehrlich so. Ich heiße Flauschi doof. Nein, ja, nicht Flauschi doof. Och Mann ey. Tschüss, Candy. Candy ist gerade einfach gegen die Tür gelaufen. Hatten wir wenigstens kurzen Besuch von Candy. Und der Flauschi doof machen wir direkt mal wieder weg. Okay, mein Kanal soll heißen Flauschi. Oh, warte. Flauschi YouTube oder nein, wir machen Flauschi Gaming. Ich werde nämlich Gaming-YouTuberin. Und mein Geburtstag stellen wir auch still ein, Leute. Den kennt ihr. Warte, wie geht's? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir machen einfach Sommer. Und meine Drohne heißt ja Candy. Das ist ein Zufall, dass Candy jetzt auch gerade da war. Aber schöner Name, Flauschi. Dankeschön. Nun kannst du dein erstes Video aufnehmen. Oh, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt willst du ausprobieren, wie ich funktioniere. Klar, ich bin neugierig. Dies ist ein Aufnahmeort, an dem du Videos aufzeichnen kannst. Orte wie diesen findest du überall in der Stadt. Okay, interessant. Nutze den Aufnahmeort, um deinen ersten Vlog für den Kanal... Warte mal, einen Vlog? Aber ich will doch Gaming-Videos aufnehmen. Ich nehme dich auf... Quest, nimm deinen ersten Vlog auf. Okay, also stelle ich mich jetzt hier hin. Video aufnehmen. Oh, Leute, ich bin aufgeregt. So, was sehen wir hier alles? Hier oben Energie. Hier ist Uhrzeit und Datum. Und hier sehen wir die Trends. Erfasste Trends zu Hashtag mein Haus und Hashtag Vlog. Das heißt... Das Video sollte ja in die Trends kommen, wenn ich jetzt einen Vlog in meinem Haus aufnehme. Deswegen, Vlog. Oh, warte mal, ich bin im Weg, Leute. So ist besser. Du startest und kommst voller Energie rein. Oder du sagst schüchtern Hallo. Ich sag ganz voller Energie. Nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Du hast mit einem Hater gnadenlos abgerechnet. Aber du hältst das für eine gute Info, schmeichelst dir selbst. Du hast einen Lachkrampf. Aber du hast einen Lachkrampf. Was auch immer das miteinander zu tun hat. Der Hund deines Nachbarn fängt an zu bellen. Aber du schmeichelst dir selbst. Du hältst das für eine gute Info. Du bist im Entspannungsmodus. Ach, das ist nicht so schlimm, wenn der Nachbarhund mal bellt. Ich habe auch Hunde. Und es ist vorbei. Du bittest um Abonnenten oder du verabschiedest dich. Ich verabschiede mich einfach nur, Leute. Ich bettle am Anfang noch nicht für Abonnenten, Leute. Ich sag das noch gar nicht, erwähne das gar nicht. Deswegen müssen wir jetzt einmal gucken, was wir hier so am Start haben. Videos speichern. Das ist sehr gut. Wir haben eine erste Quest abgeschlossen.
Und da will Candy auch direkt wieder mit uns reden. Gut gemacht, Flauschi. Jetzt müssen wir das Video auf YouTube veröffentlichen. Zuerst werden wir es auf deinem Computer bearbeiten, um es etwas aufzupeppen. Okay, Video bearbeiten an meinem Computer. Jetzt müssen wir hier den Ordner nehmen. Wir sehen hier die Clips drinne. Dieses Tool ist der Video-Editor. Du kannst es benutzen, um deine Videos zu bearbeiten und ihnen deine persönliche Note zu geben. Ziel ist es, die bestmöglichste Bewertung zu erreichen. Achte darauf, dass die Clips immer miteinander verbunden sind. Okay, ich verstehe, ja. Wenn du es schaffst, sie von Anfang bis Ende zu verbinden, erhältst du eine bessere Bewertung. Und jetzt überlasse ich es, dem kreativen Genie seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Okay, Leute. Das hier ist der erste Clip, das sieht man ja anscheinend, dass das links geschlossen ist quasi. Und ich habe jetzt 3 Anknüpfpunkte, jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, wir nehmen den hier, weil der hat 2 Anknüpfpunkte. Dann haben wir den hier und dann den hier. Das ist doch eigentlich sogar schon mal ganz gut. 2 von 5 Sternen, besser hätten wir es glaube ich fast nicht machen können. Und deswegen würde ich sagen, drücken wir direkt mal auf Video veröffentlichen. Jetzt können wir noch ein Thumbnail aussuchen. Ich nehme das hier, das sieht cool aus. Und füge einen Titel hinzu, der dann Video beschreibt. Mein erster Hashtag Vlog im Hashtag mein Haus. Leute, wir bringen natürlich die ganzen Hashtags hier mit ein. Und da würde ich sagen, können wir das Video auch schon veröffentlichen. Es wird hochgeladen. Ich freue mich. Und es kriegt 2 Likes. Das ist sehr krass. Oh, ihr seht die Bewertung nicht richtig. Moment. So, aufnehmen 1 Stern, bearbeiten 2 Sterne. Trends haben wir leider nicht so gut mitgenommen. Aber ich würde sagen, das ist für mein erstes Video gar nicht mal so schlecht. So, weiter geht's. Piep, piep, schnapp dir ein Handy. Schnapp dir dein Handy und installiere die YouTube-App. Okay, ich habe anscheinend auch ein Handy. Du kannst dir das Video anschauen, das du gerade gepostet hast und das Ranking von anderen YouTubern in der Stadt einsehen. Dein Ziel, viele Abonnenten gewinnen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Jetzt steht hier unten, F ist mein Handy. Dann drücke ich einmal F. Dann sehen wir hier rechts Top Trends. Okay, Strand ist ein Ort. Dann haben wir hier Videospiele, eine Konsole und ein Spielgenre. Okay, hier ist meine YouTube-App. Das Spiel ist mega krass, Leute. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich schiebe mich mal wieder hier rüber. So. Flauschi Gaming ist mein Kanal. Ich bin Platz 100 von 100. Och Mann, ich habe 0 Abonnenten, 0 Aufrufe, keine Monetarisierung und nur ein gepostetes Video. Das ist mein neuestes Video, mein erster Vlog in meinem Haus. Der hat 3 Likes, 0 Dislikes. Das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann gucken wir mal hier oben, das ist die Rangliste. Aaron Gamer ist Platz 1. Aha, also hier sehen wir alle. Hier ist einfach ein Einhorn, Leute. Wir sehen ja alle, die hier so bei uns in der Stadt am Start sind. Und hier Gabriele Graphical ist die nächste, die wir überholen müssen. Aber was können wir hier noch gucken? Meine Videos, okay, das ist nicht so schlimm. Nicht so wichtig auch gerade mal. Und das heißt, wir haben die nächste Quest auch schon abgeschlossen. So, Candy, wie geht's weiter? Was muss ich als nächstes machen? Wusstest du, dass du auch Videos vom Typ Kommentar, also ich kann eine Reaction aufnehmen, auf dem Computer aufnehmen kannst? Nee, wusste ich noch nicht. Aber jetzt weiß ich das, Candy, dass ich eine Reaction aufnehmen kann. Du brauchst verschiedene Videotypen zum Aufnehmen. Und laut meiner Datenbank gibt es eine Menge, die du freischalten kannst. Das hört sich doch schon mal perfekt an. Das heißt, ich kann auch irgendwann Gaming-Videos machen und nicht nur Kommentare und Vlogs. Jeder Videotyp ist für eine andere Situation geeignet und wenn du dein Level für jeden Typ erhöhst, wirst du qualitativ hochwertigere Videos erstellen. Sollen wir es mit einem Kommentarvideo auf deinem PC versuchen, um zu sehen, ob du deine ersten 30 Abonnenten für deinen Kanal bekommen kannst? Ja, gerne Leute, 30 Abonnenten wären schon richtig krass. Deswegen gehen wir hier in den PC, Videos aufnehmen und das ist der gleiche Stream wie gerade eben. Wir machen jetzt mal, hey, easy, leise. Es geht los und du kommst voller Energie rein. Ich glaube, das war letztes Mal ganz gut. Obwohl, hier sehe ich mehr grüne Punkte. Seht ihr das, Leute, die Smileys? Sagst du euch dann Hallo, sag ich erstmal. Das ist bei mehr Punkten grün hier. Und du hast mit einem Hater gerade gnadenlos abgerechnet, aber du bist im Entspannungsmodus, du hast einen Lachkrampf oder du schmeichelst dir, nein, du hältst das für eine gute Info. Du hast einen Lachkrampf, nehme ich mal. Da sind die Punkte auch grün. Dein Telefon klingelt. Du kommst nicht zur Ruhe. Du bist im Entspannungsmodus. Du hältst das für eine gute Info. Und du schmeichelst dir selber. Wir nehmen mal. Du hältst das für eine gute Info. Und du kommst zum Ende. Und
Was nehmen wir, Leute? Verabschiedest dich, das erfüllt hier die meisten Punkte. 3 Sterne haben wir oben sogar bekommen. Das ist sehr krass geworden. Hier sehen wir das auch. Aufnehmen, 3 Punkte. Trends, kommentieren, okay. Hier sind die Clips und ich würde sagen, wir speichern das Video und bearbeiten es auch direkt. Denn wir müssen es ja direkt hochladen, um 30 Abonnenten zu kriegen. So, das ist der erste Teil, dann der zweite, der dritte und der letzte Teil. Das ist jetzt nicht so viel verbunden, Leute. Kann ich das hier irgendwie bewegen? Okay, wir gucken. So ist das Beste, was ich machen kann, Leute, sage ich euch ehrlich. Alles andere bringt uns weniger Sterne, deswegen öffentlichen wir das Video genauso. Wir nehmen dieses Thumbnail, das sieht ganz cool aus und wir brauchen einen Titel. Meine Reaktion auf Hashtag mein Haus. Dahinter einfach Hashtag kommentieren. Okay Leute, sehr gut. Dann können wir das Ganze jetzt veröffentlichen. 3, 2, 1, go! Oh, es wird hochgeladen. Bitte 30 Abonnenten. 30 Abonnenten. 2 Daumen hoch. Das sieht sehr gut aus. Ich freue mich auf jeden Fall. Die Bewertungen hier rechts sehen auch gut aus. Aufnehmen 3, das ist gut. Bearbeiten 2 und Gesamtbewertung 1,5 Sterne. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vergiss nicht, dass du das Video auf deinem PC bearbeiten musst. Okay, habe ich schon. Und wie ihr oben links gerade gesehen habt, sind meine Abonnenten sehr doll gestiegen. Wir haben schon 58, glaube ich, habe ich gerade gesehen. In der App YouTube kannst du jederzeit einsehen, wie deine Videos ankommen. Das ist krass. Und wir haben die 30 Abonnenten erreicht. Xavier ruft an. Ring! Die Zeit vergeht wie im Flug. Ist es schon Mitternacht? Zeit ins Bett zu gehen, oder? Du wachst am nächsten Tag völlig erfrischt auf und... Oh, ich habe es außerdem geskippt, Leute. Wenn du wolltest, könntest du bis 4 Uhr morgens aufbleiben. Aber du hattest einen langen Tag. Es wird dir gut tun, auszuschlafen. Morgen werden wir dein neues Leben als YouTuberin weiter erkunden, Flauschi. Und wenn du die Nummer 1 werden willst, vergiss nicht, täglich Videos zu posten. Okay, alles klar, Leute. Wie ihr seht, oben rechts... ist Mitternacht und wir legen uns direkt einmal ins Bett. So, wir haben jetzt hier eine kleine Tagesübersicht. Hier seht ihr die 2 Videos, die ich heute hochgeladen habe. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Sie haben einmal 29 und nochmal 29 Abonnenten bekommen. Das sieht alles sehr, sehr stark aus, sage ich euch ehrlich. So, nächster Tag, Leute. Auch an normalen Tagen können interessante Dinge passieren. Wir sehen hier die heutigen Trends. Aber ich glaube, die interessieren uns noch nicht so wirklich. Wir müssen uns erstmal rantasten, wie wir Videos machen. Und wir stehen auf und direkt ruft uns Xavier wieder an. Hey Flauschi, ich habe gerade die Videos gesehen, die du auf deinem Kanal hochgeladen hast. Sie sind gut, aber du hast vielleicht schon gemerkt, dass sie nicht viele Aufrufe bekommen haben. Das liegt daran, dass sie nicht im Trend liegen. Okay. Schau dir die täglichen Trends an, um ein Video darüber aufzunehmen und hochzuladen. Auf diese Weise bekommst du mehr Aufrufe und, was weiß ich noch. So, ich soll mir jetzt auf meinem Handy die Trends angucken. Dann gucken wir mal auf mein Handy. Achte darauf, was in der Stadt im Trend ist. Trends ändern sich jeden Tag, also schau jeden Morgen auf dein Handy, um über die beliebtesten Themen auf dem Laufenden zu bleiben. Die Farbe eines jeden Trends zeigt seine Beliebtheit an. Grau ist also nicht so gut, grün ist schon besser, blau... lila, gelb und braun. Also gelb und braun sind ganz oben und lila ist auch noch gut. Okay, also die sind hier, glaube ich, auch sortiert. Im Moment ist das Spiel Deity oder Deity of War sehr beliebt. Aber wenn du irgendwo einen auffälligen Trend oder ein Trendthema siehst, solltest du zugreifen. Das heißt, wir sollten heute auf jeden Fall ein Video am Strand machen. Wenn du ein Video zu einem bestimmten Thema aufnimmst, werden die entsprechenden Trends mit dem Video verknüpft. Die Erstellung von Inhalten zu den beliebtesten Trends ist der Schlüssel zur Gewinnung von Abonnenten. Das ist gut. Das heißt, wir müssen jeden Tag 1-2 Videos zu den Top-Trends machen. Das wäre ganz gut. Hast du gesehen, dass sich die angesagten Videos um Videospiele drehen? Um diese Art von Videos aufzunehmen, musst du zu Hause eine Gaming-Ecke einrichten. Ah, also habe ich... ist das gar nicht mein Gaming-PC? Interessant. Du kannst eine Gaming-Ecke über die Fähigkeitsbaum-App freischalten. Candy wird sie dir auf deinem Handy installieren. Das ist aber nicht Candy. Die Fähigkeitsbaum-App wird installiert. So, jetzt kannst du neue Workshops in deinem Zuhause installieren, indem du die App öffnest. Okay, Leute. Dann bauen wir uns mal ein Gaming-Setup hier in unseren Raum rein. Wir können hier die Gaming-Fähigkeit kaufen, installieren und jetzt können wir das hier einfach aufstellen. Ich würde sagen, nach links drehen. Wir stellen das einfach hier so an die Wand, platzieren
Und da haben wir jetzt perfekt eine Gaming-Ecke eingerichtet. Jetzt brauchst du nur noch ein Spiel und eine Konsole und schon kannst du anfangen, Gaming-Videos aufzunehmen. Übrigens, ich habe dir ein Spiel und eine Konsole bestellt, damit du anfangen kannst. Geh und sprich mit Blair, dem Mädchen mit Gaming-Laden Player One. Sie wird es dir geben. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen hier einmal raus. Oh, Candy will noch irgendwas von mir. Er hat mir die Stadtplan-App aufs Handy installiert, damit ich mich auch nicht verlaufe. Gucken wir uns das Ganze doch einmal an. Okay Leute, hier wohnen wir. Und neu. Player One, hier müssen wir hin. Das ist einfach nur die Straße runter. Ich glaube, wir können hier entlang gehen. Okay Leute, das sollte ich schaffen. Wir gehen hier einmal raus. Und dann gehen wir einmal hier runter. Rede mit Blair, okay. Einfach nur runter. Und jetzt wieder nach rechts. Oh, hier ist es auch schon, Leute. Player One. Dann können wir hier einmal reingehen. Das Spiel sieht überkrass aus, Leute. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Das müsste Blair sein. Blair sein. Leute, wir sehen hier Creeper und sowas. Das hier sah ja überkrass. Reden. Kann ich dir irgendwie helfen? Xavier hat mich geschickt, sage ich jetzt mal. Okay, du bist also die neue YouTuberin in der Stadt. Naja, Xavier hat mich angerufen, um dir das hier zu geben. Hier hast du die Konsole Honey Play Studios One. Und das Spiel Deity of War. Aha, interessant. Hier habe ich also ein Geschenk bekommen. Alle Gegenstände, die du hältst, werden in deinem Rucksack. Oh, ich habe doch gar keinen Rucksack. Naja, nicht... Ah, okay, ich habe hier quasi so ein Inventar. Oh, Baby, ich wollte doch gerade mein Inventar zeigen. Du kannst mich doch nicht einfach so anrufen. Hast du das Spiel und die Konsole schon? Ja, habe ich gerade abgeholt. Super, jetzt lass uns dein erstes Gameplay aufnehmen. Oh, Leute, mein erstes Gaming-Video. Da bin ich jetzt echt mal gespannt drauf. Da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, Leute. Deswegen, jetzt kann ich mein Inventar zeigen. Hier haben wir die Konsole und das Videospiel. Okay, dann können wir jetzt wieder nach Hause gehen. Hier nach oben und hier wieder nach rechts. Wir können uns auch im nächsten Video einmal die Stadt ein bisschen angucken und das Ganze erkunden. Upsala, das war mein Handy. Um ein Gameplay aufzunehmen, musst du zuerst das Spiel und die Konsole aus dem Rucksack zur Gamer-Ecke bringen. Wähle dazu die... Blablabla. Okay. Wir bringen das einmal hier hin, Konsolen und Spiele und dann aus unserem Rucksack das einmal dahinstellen. Und dann können wir hier auch schon auf Video aufnehmen drücken. Wir wählen hier jetzt das Spiel aus, was wir gerade bekommen haben. Dann nehmen wir das Gameplay und dann sagen wir schüchtern Hallo. Dann du entdeckst den PvP-Modus und du machst eine technische Bemerkung. Ich glaube, technische Bemerkung ist das Beste. Ich erkläre das Spiel erstmal so ein bisschen. Dann fängt der Hund meines Nachbars an zu bellen. Aber ich schippe. Was auch immer das bedeuten soll. Aber es gibt am meisten Sterne, Leute. Wir achten gar nicht, ob das Sinn macht. Wir achten nur darauf, ob das Sterne gibt. Und dann bitte ich um Abonnenten, damit dieser Kreis hier auf jeden Fall noch voll wird. Das heißt, wir haben 3 Sterne. Das ist eigentlich schon mal sehr gut. Und die Verbindungen sehen auch gut aus, Leute. Deswegen, ich glaube, das Video könnte richtig, richtig gut werden. Wir gehen das direkt hier am PC wieder bearbeiten. Wir sind ja schon fast Profis hier am Videos machen. So, das hier hat auch 2. Das hat 2 und das hat 1. Nur 2 Verbindungen sind nicht miteinander verbunden. Ich glaube, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Und wir veröffentlichen das Video direkt, ne? Unser erstes Gaming-Video. Und Leute, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu faul, mir was zu überlegen. Deswegen drücken wir hier immer ein bisschen auf Shuffle. Ich reagiere, nee, Gameplay-Video auf... Ah, der beste Kauf des Jahres. Das ist so ein bisschen Clickbait, aber ist nicht so schlimm, Leute. Wir laden das jetzt direkt hoch. Ich bin gespannt. 5 Likes, 6 Likes, oh, 9 Likes einfach. Sehr, sehr krass. Die Gesamtbewertung liegt bei 2 Sternen. Ihr seht jetzt die andere Bewertung nicht, aber ist nicht so schlimm. Die Gesamtbewertung ist das, was zählt. Und das heißt, wir haben ein sehr krasses Gameplay-Video veröffentlicht. Oh, Leute, warum gehe ich so gebückt? Bin ich irgendwie müde oder so? Oh ja, meine Energie ist ganz auf Null, Leute. Oh. Aber hier ist ein Paket. Oh, von Xavier ein Brief. Hey Flausch, ich dachte mir, dass du nach der Aufnahme und Bearbeitung von so vieler Videos vielleicht Hunger hast. Also habe ich dir etwas zu essen geschickt. Guten Appetit. Oha, voll nett von Xavier. Einen leckeren Burger. Wir essen den direkt einmal. Oh, ich habe auch so Hunger gerade, Leute.
Yippie, deine Energie ist wieder hergestellt. Ich habe die Restaurants der Stadt für dich auf der Karte markiert. Danke, Candy. Candy ist einmal echt hilfreich in einem Spiel. Das hilft mir. Du kannst in ein Restaurant gehen und da etwas zu essen holen. Du kannst keine Videos aufnehmen, wenn dir die Energie ausgeht. Du kannst etwas essen oder schlafen gehen, um die Energie wieder auszufüllen. Okay, öffne deinen Rucksack und esse etwas. Habe ich gerade schon gemacht, aber danke, Candy. Und dann gucken wir mal auf unser Handy. Candy hat uns tatsächlich die ganzen Essensläden jetzt hier einmal markiert. Oh, die Straße ist ja riesig. Hier unten geht es ja noch an den Strand. Und hier ist das Wohngebiet. Okay, interessant. Aber dann würde ich sagen, oh, ich werde angerufen, Leute. Ich wollte jetzt gerade die Stadt ein bisschen erkunden. Aber dann telefonieren wir wohl nochmal mit Xavier. Also gut, warum entspannst du dich nicht etwas so ein bisschen und erkundest die Stadt? Du bist neu in der Stadt und musst Leute kennenlernen. Gute Freundschaften werden deiner YouTube-Karriere auf jeden Fall helfen. Es gibt prominente und seltsame Nachbarn in YouTube City. Warum ziehst du nicht los und lernst sie kennen? Okay, Leute, das ist also die nächste Quest fürs nächste Video. Ich habe auf jeden Fall schon krasse Videos hier hochgeladen. Wenn ihr meine Karriere hier weiter verfolgen wollt, dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Schaut euch die Playlist an, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet, das Ganze jetzt hier, dass ich ein krasser YouTuber werden möchte. Checkt mich auch auf Instagram und auf TikTok ab, da ist ich flauschi_yt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Tschüss, ciao.